Hallo, Paraguay Live, ich bin der Bit und herzliche Grüße aus Paraguay. Heute leicht bewölkt und das heutige Thema, wie lernt man Spanisch am besten? Also bleibt dran. Also viele von euch haben mich gefragt, Bit, wie heißt die Sprache? Es geht um Spanisch gelernt. Oh, wie lernt man die Sprache am besten? Okay, ich bin natürlich kein Fachmann in der Hinsicht, aber wirklich, als wir hierher kamen, vor 18 Jahren, sprach ich doch nicht mal ein Wort Deutsch. Ha, sorry, vielleicht doch zwei, also buen dia und gracias. Aber damit kam ich natürlich nicht weit genug, also bleibt dran. So, also heute hat es etwas geregnet, ist etwas frischer geworden, aber trotzdem möchte ich mich ganz gerne bei euch allen bedanken für die nächsten Fragen. Viele von euch haben mich ja gefragt, Piet, wie war das mit der Sprache? Ich bin der Meinung, man kann es auf zweierlei Weise es erlernen. Ich denke, ihr sollt auf jeden Fall die Zeit nutzen, die ihr zu Hause seid, sprich Deutschland, Schweiz oder Österreich, um zumindest die Basiskenntnisse zu erlernen. Das ist nämlich ganz wichtig. Also wie gesagt, in Paraguay spricht man im Prinzip zwei Sprachen, also Spanisch und Guarani, wobei Guarani lasst man doch erstmal. Das Wichtigste ist erstmal die spanische Sprache. Ich werde euch hier in meinem Video einen kurzen Ausschnitt aus dem Kivian-Video, aus diesem Sprachkurs, aus diesem Spanisch-Crashkurs einfach mal hier präsentieren, damit ihr ungefähr seht, worum es geht und wie der Kurs aufgebaut ist. Okay, also bleibt dran. Ja, das hier, das ist der einzige Spanisch-Crashkurs, speziell für Lateinamerika, für deine Reise durch Lateinamerika. Okay, meine Crashkurse, die sind normal mit Sprache und Kultur kombiniert, weil das einfach am effektivsten ist. Ja, also auf jeden Fall, die erste Frage wird sein, woher kommst du? Weil man wird dir auf jeden Fall ansehen, dass du nicht aus Lateinamerika kommst und die Leute sind auf jeden Fall sehr interessiert und fragen auch nach. Und woher kommst du heißt dann auf Spanisch de donde vienes? Oder dann noch ein bisschen schneller ausgesprochen, de donde vienes. Und darauf kannst du dann antworten, je nachdem, woher du bist. Soy de Alemania, soy de Suiza oder soy de Austria. Okay, mit eben den Basics und so haben wir einfach ein paar Ausschnitte. Und dann freut es uns, wenn wir dich im passwortgeschützten Bereich sehen, in dem wirklich alles drin ist, was du als Reisender brauchst für Lateinamerika. Also wie gesagt, ich bin zuletzt auf eine Seite bzw. auf einen Videokurs gestoßen, wo meiner Ansicht nach also wirklich Spanisch einem wirklich gut beigebracht wird. Gracias, Kilian. Es geht darum, dass zwei junge Menschen praktisch eine Videoserie herausgebracht haben, wo man also wirklich reell Spanisch lernt. Ich bin der Meinung, wirklich ganz gute Geschichte. Es geht um die spanische Sprache in Südamerika. Also richtig auf Reisen, also sehr gutes Beispiel. Werde euch da unten in der Videobeschreibung den dazu passenden Link geben. Okay, also bleibt dran. Ich sage noch ein paar Sätze dazu. Aber wie gesagt, nicht nur alleine Videokurs macht es aus. Also man muss es auch nutzen. Oder besser gesagt, der Wille muss vorhanden sein. Also alleine Bücher oder Hefte, auch die besten, nutzen euch
gar nichts. Man kann es einfach schlafen gehen, das Buch unter dem Kopfkissen. Und man steht morgens auf und ich kann es alles. So einfach ist es leider nicht. Von daher rate ich jedem zuerst wirklich, also ob diesen Kurs, es gibt ja auch andere, einfach mal die Basissprache zu erlernen. Was aber noch wichtig ist, man sollte auf jeden Fall unter die Leute gehen. Wisst ihr, ich habe immer wieder jeden Tag, wenn wir neue Gäste haben, sehe ich meistens, dass viele von euch, ob es Deutsche, Schweizer, Österreicher oder grundsätzlich Ausländer gibt, die fragen mich, ach bitte, gibt es da deutsche Gemeinschaft, Österreicher, Schweizerische, Polnische, Russische, wie auch immer. Klar. In Paraguay gibt es natürlich viele Wohngemeinschaften. Aber ich bin nach Paraguay gekommen und habe gesagt, was nutzt mir, wenn ich in einem schönen Land wohne, wenn ich mich mit den Einheimischen nicht verständigen kann. Also macht das auf jeden Fall, bereitet euch auf jeden Fall vor, besucht die Kurse oder wie gesagt unten den Link könnt ihr ruhig mal drücken, passiert gar nicht mal. Ihr wird einfach auf die Seite von Spanisch Crashkurs umgeleitet und da könnt ihr euch mal im Prinzip die ganze Geschichte, die ich euch erzählt habe, einfach mal anschauen und entweder diesen Kurs bestellen. Es kostet nicht viel und es lohnt sich auf jeden Fall, weil die Jungs oder die jungen Leute in diesem Fall machen sie es wirklich ganz gut und sind sympathisch. Und ich denke, es wird auf jeden Fall funktionieren, dass man zumindest die Basis erlernen kann. Und dann später, wenn ihr hier in Paraguay seid, es funktioniert auf jeden Fall besser. So, ich hoffe, ich konnte euch etwas damit helfen, dass ihr auf jeden Fall die spanische Sprache erlernen wird. Da sind die kleinen Vögelchen. Nein, 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 nein. So, ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Tipps geben. Also erstmal, wie gesagt, Basiskurs, unten der Link und dann hier weiterlernen. Ja? Oder nehmt ihr ein Buch und einfach die Basiswörter auswendig lernen. Okay? Was das gibt, das Video euch gefallen hat, einfach wie immer links nach oben. Mach's gut, bleibt gesund, abonniere den Kanal, falls ihr noch nicht gehabt habt, um nichts mehr zu verpassen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen nach Paraguay. Ihr hört drumherum Vögel zwitschern und es ist wirklich tolle Natur mit tollen Menschen und mit eurer oder euren Spanisch Kenntnissen in Sp. Seid ihr sicherlich in Paraguay auch herzlich willkommen. Mach's gut in diesem Sinne, teilt das Video und wir sehen uns im nächsten Video. Okay, bis dann, ciao, ciao.